Hallo, herzlich willkommen beim Hopsi-Hopperturnen. Heute sind im Mittelpunkt die Seile. Wir werden dann einen Zebrastreif aus Seilen bauen und da werden wir ein paar koordinative Übungen machen. Dann kommt das Balancieren dran und zum Abschluss natürlich das Seilspringen. Wenn jemand nicht so viele Seile hat wie wir, kann man das auch mit ein paar Zweigen zum Beispiel machen, diesen Zebrastreifen. So, wenn du ein paar Zweige im Garten hast oder andere Schnüre, dann kannst du die auch gerne verwenden. Viel Spaß beim Training! Also ich bin die Hanna und will heute mit euch eine Seilstunde machen und mit dem Hopsi-Hopper natürlich. Dann beginnen wir gleich. Und müssen wir immer so. Immer einen Kontakt zwischen den Seilen. Und das machen wir immer zwei. Eins. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Da müssen wir zwei Kontakte zwischen den Seilen. Eins. So. Und dann wieder. Eins. So. Und dann machen wir es mit dem anderen Bein wieder zweimal. Eins. Zum Beispiel kann man eine Figur auf den Boden. Ich zum Beispiel lege jetzt ein Herz. So. Den Boden.
war jetzt schon einfach. Aber jetzt versucht es mal mit geschlossenen Augen. Ziemlich gefeilt ist, dass meine Mama mir das lange Seil schwingt und ich nicht stehen kann. Weil wenn ich allein springe, dann kann ich das.